In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr aus Asche Kaliumcarbonat extrahieren könnt. Zuerst mischen wir 180 Gramm Asche mit 360 Gramm Wasser und erhitzen alles, um das Kaliumcarbonat leichter aus der Asche zu lösen. Nach einiger Zeit haben wir schon einen pH-Wert von ca. 12 und wir sehen, dass die Lösung schon basisch ist, bzw. einiges an Kaliumcarbonat im Wasser gelöst wurde. Um zu sehen, ob das Erhitzen etwas gebracht hat, habe ich nochmal den pH-Wert bestimmt. Leider hat sich dieser nicht wirklich verändert und war immer noch auf ca. 12 und somit hat das Erhitzen in meinem Fall nicht viel gebracht. Anschließend filtrieren wir die Lösung mit Hilfe eines Filtertrichters ab. Durch das Wasser konnten wir eine Salzhydrolyse erwirken und das Kaliumcarbonat wurde aus der Asche gelöst. Hier seht ihr die Reaktionsgleichung. Nun dampfen wir das Kaliumcarbonat ein. Dazu geben wir es in einen Topf und erhitzen das Ganze. Ihr könnt schon sehen, wie das Wasser nach der Zeit verdampft und eine immer konzentriertere Salzlösung überbleibt. Nach einiger Zeit könnt ihr sehen, wie sich am Boden des Topfes das Kaliumcarbonat absetzt. Mit einem Löffel könnt ihr das Salz vom Topfboden herauskratzen. Jetzt machen wir einen Carbonatnachweis mit Hilfe von Essig. Im Essig befindet sich CH3COOH, das ist Essigsäure. Dabei wird CO2 frei, wenn man Essigsäure mit Kaliumcarbonat vermischt. Im Video könnt ihr dies anhand der Blasenbildung erkennen. Außerdem erhalten wir Kaliumacetat. Das Kaliumacetat bzw. das Acetat ist das Salz der Essigsäure, welches sich mit dem Kalium verbindet. Ja, anschließend habe ich euch noch die Reaktionsgleichung zum Carbonatnachweis aufgeschrieben. Aus Kaliumcarbonat kann man Kaliumnitrat oder auch besser bekannt Salpeter herstellen. Salpeter ist ein weiterer Bestandteil von Schwarzpulver, aber dazu gibt es mehr im nächsten Video. Danke fürs Zusehen!